Wir sind hier am ersten Tag in La Manga im Süden von Spanien, im Winterquartier des FC Hansa Rostock. Und bei mir steht Carsten Baumann, unser Cheftrainer. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Baumann, wir haben jetzt genau Halbzeit in unserer Vorbereitungsphase. Der Rückblick auf die ersten 14 Tage in den heimischen Gefilden, wie fällt der aus? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den ersten zwei Wochen, weil die Jungs haben ganz hervorragend gearbeitet. Wir waren hauptsächlich im konditionellen Bereich unterwegs, haben viel Athletik gemacht, Ausdauer und das alles wirklich sehr komprimiert. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf die Jungs, dass sie so gut mitgezogen haben. Und das ist die Grundlage für all das, was wir jetzt im Trainingslager machen können. Sie sprechen es an, wir sind im Trainingslager nach einer langen Reise von Rostock hierher in Spanien gekommen. Wie zufrieden sind Sie mit den äußeren Bedingungen hier in La Manga? Na, ich glaube, wir haben das wirklich super getroffen. Die Trainingsplätze oder unser Trainingsplatz, der ist richtig gut. Kein Vergleich zu den Plätzen in Rostock, das ist ja auch ganz klar wegen der Witterung, die wir zu Hause haben. Das Hotel ist gut, das Essen ist gut, also alles, was man braucht, um ein vernünftiges Trainingslager zu absolvieren. Sie haben am Anfang bei der ersten Pressekonferenz gesagt, dass Sie die Winner-Mentalität so ein bisschen wieder rauskitzeln wollen aus den Jungs. Aufmerksame Trainingsbeobachter haben heute gesehen, dass am Ende von einem Trainingsspiel, das ist 0-0 ausgegangen, Sie dann Elfmeterschießen durchgeführt haben. Ist das Ausdruck dessen? Ja, wir wollten einen Sieger haben, weil wir einen Preis ausgelobt haben für den Gewinner. Der wurde nämlich heute Abend bedient beim Essen und da musste es einen Sieger geben. Und so ist es halt im Fußball, dann gibt es Elfmeterschießen und ich glaube, das ist auch immer so ein kleiner Kitzel, den die Jungs brauchen und den wir ihnen dann natürlich auch als Brocken hinwerfen. Dann sage ich erstmal vielen Dank. Wir hören uns am Ende des Trainingslagers wieder. Und bis dahin begleitet Hansa Media den FC Hansa Rostock auf Schritt und Tritt.